Hallo und willkommen zurück zu The Forest zusammen mit Items. Wir waren jetzt gerade nochmal in dem schönen Boot hier und haben nochmal nachgeguckt. Und da ist uns aufgefallen, dass uns der Name Megan ja jetzt schon ein Begriff ist und da ein Bild von ihr hängt. Richtig. Sprich, dieses Bötchen dürfte von ihr und ihrer Familie sein. Was das alles irgendwie voll verändert, aber man weiß noch nicht so ganz in welche Richtung. Das hätte ich im Real Life übrigens niemals geschafft. Hier hochzulaufen. Nee, ich auch nicht. Ist hier was zum Sprengen? Im Real Life ist alles ab 10 Grad Steigung für mich rückwärts Wurzelbaum. Ich glaube nicht. Also ich sehe nichts, wo wir hier sprengen können gerade. Wir können ihn, glaube ich, auch nicht fällen. Also das ist keiner von den Bäumen, die man fällen kann. Das wäre lustig, wenn man so den Hard-Mode oder Hardcore-Mode aktivieren könnte, indem man deren Heiligtümer zerstört. So. Das wäre geil. So die Bäume einfach abreißen, dann hast du auf einmal so, auf einmal Plants vs. Zombie-Style, die ganze Zeit nur noch Mutanten reinkommen. Hi-ja-ja-ja-ja-ja-ja! Glocke läuft querfeld ein, hallo! Yip-hi. Und mal tsching-tsching aneinander vorbei, das wäre auch lustig. Okay, funktioniert sehr gut. Ist da vorne ein Dorf? Das ist eine schöne Lichtung. Was hier, sind das hier? Sagen. Ja, aber was sind das hier eigentlich für komische Sachen, wo nichts wächst? Hat das keine Bedeutung? Guck mal hier, diese Erdhaufen. Das ist einfach nur ein großer Stein. Okay. Ich hatte mal gedacht, dass sie vielleicht deeper Meaning haben oder so. Kann halt schon sein. Vielleicht wird uns das. Also ich wüsste jetzt nicht das. Okay. Sollten wir uns wieder ein bisschen an den Fotos orientieren? Ich weiß halt nicht. Also das Problem ist, das eine sieht so super vage aus. Könnte überall sein, wo eben eine Klippe ist oder wo eine Klippe in der Nähe ist. War klar, der Leguan hat wieder Alkohol getrunken hier. Völlig besoffen, ey. Ah, guck mal, da kommt ein Freund. Was geht? So. Ah. Alter, hier vorne haben wir eine... Ja, ich werde was halt sprinten. Ich dackel einfach nur ein bisschen voran. Das sieht interessant. Danke. Ja. Eventuell habe ich hier einen Eingang gefunden. Oh! Jumpscare. Gesehen? Die Fledermäuse? Ja. Das ist eine Höhleneingangflocke. Ja, ich weiß. Da ist eine Höhleneingangflocke. Ja. Flocke, da ist eine Höhleneingang. Ja, Mann! Warum gehst du denn da einfach rein? Den habe ich gar nicht gesehen. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Ich will mal einmal gucken. Licht! Erkunde Wasserfallhöhle, erkunde Höhle auf Felsvorsprung, erkunde hängende Höhle. Finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben. Was denn? Okay. Hängende Höhle. Besser als hängende Brüste. Hey. Was ist das? Was denn? Das habe ich dem Vertrauen erzählt. Okay. Oh, hi. Ist ziemlich dunkel hier. Ich höre was. Das bin ich. Oh, so. Hallo, Gunther. Beide! Was denn? Oh, der brennt! Ja. Dem einen geht's nicht so gut. Mein Speer ist weg. Schon wieder. Wie kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich habe das auf beide geschmissen, aber irgendwie ist der hier aber nirgendwo. Oh. Ist wieder ein Bauarbeiterhelm. Wo ist der Speer? Wo ist mein Speer-Items? Der ist weg. Ich hasse es. Wie war das nochmal? Verbesserter Stock? Nee. Muss ich nochmal einen normalen Speer machen? Mit zwei Sticks. So, und den kann ich dann noch verbessern mit 1, 2, 3 und 2. Okay, ich hab wieder einen. Das ist ärgerlich. Flocke? Ja. Ich habe einen Teil unseres Flugzeugs gefunden. Echt? In der Höhle? Wo? Hier, guck.
hi. Hier ist noch ein Stuhl. Hier geht's runter. Stuhlgang. Hey, hier geht's hoch. Da ist noch ein Stuhl. Ich will vor. Oh. Sind das Finger? Fingerfood. Neues Tier entdeckt. Was für ein Tier? Fledermäuse. Oh, guck mal, wie cute. Nuffi. Ich kann keine Screenshots machen. Warum nicht? Ist meine Screenshot-Folder voll? Flocke? Ja. Das war ein Unfall. Die ist gestorben von selber. Nein, nicht kaputt machen. Ich hab nur eine gekillt. Oh, ich hab zwei. Lol. Ja. Kein Stück besser, aber Mods. Da, dick. Ein dicker ist da auch. Ne? Dann werde ich vielleicht ganz kurz unfällig warten. Ja. Siehst du ihn? Ich rüste auch aus. Ich möchte schießen. Warte. Das war ein Stein. Der Dicke war ein Stein. Mano, wieso sehe ich den? Oh, Mano. Mir als komplett blind mal einreden, da kommt jetzt gleich wirklich hier ein richtig krass böses Viech. Pass auf, am Ende hier. Des Tages. Komm mal lieber hier hin. Geheim. Ropes. Da, Foto. Ah. Was, nee, Foto? Kann man nicht aufnehmen. Hier war wirklich nur ein Seil? Laber doch nicht. Da rausdrehen, sonst ein Strick. Oh, guck mal, wenn du hier hinkrabbelst, geh mal ein Stück nach oben, dann siehst du, wo wir sind. Ja, ich seh's. Ist nett. Ein ist gutes nett? Spiel. Wie ist nett? Es ist nett. SNAD. Ja, deswegen frage ich ja, wie ist nett? Tschüss. It's called a Kurve. I like it. Oh, hier geht's wirklich weiter. Hui. Geht's da hoch? Nee. Also, doch, ich mein aber raus. Nicht zu raus, ne? Aber nicht zu raus. Hier sind noch mehr Finger. Oh, guck mal. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Oh, ja, das... Wow. Hier ist was. A jealous God punishes... A jealous God punishes a parent's fault on their children. Was? Die sprechen ja wohl nicht von meinem Kind. Locker. Kompass! Kompass! Gib uns mehr. Ohne Karte! Ohne Karte! Wir haben eine Karte! Locker? Ja. Bleib mal bitte stehen. Ja. Hast du das gerade gehört? Dieses komische Grunzen. Hat sich irgendwas bewegt, was Großes, oder war das hier? Nee, ich glaube nicht. Ich mach mal ein bisschen Lärm, um es anzulocken, okay? Ja, genau. Eine gute Idee. Hier ist Alol. Oh, jetzt noch eine Spraydose, oder? War das eine Spraydose? Oh nein, ich wollte gar nicht runter. Hoch. Hier kann man hoch, übrigens. Blocke, was hast du hier in dem gelben Koffer drin? Das hier? Warte. Ah ja, das ist eine Spraydose, oder? Ich hab da gar... Doch. Ja. Krass. Bedeutet, wir sollten... Hier gibt's also eine Spraydose. Das sollten wir... Ja, aber wieso kann ich die nicht aufnehmen? Weil du schon eine hast. Habe. Kannst maximal eine tragen. Frechheit. Gib mir Geld. Also hier vorne geht's raus. Hörst du das? Jetzt höre ich's auch. Ja, also ich guck mal nur ganz kurz. Müsste hier vorne rausgehen eigentlich. Also es ist auf jeden Fall ein Höhenblock, hä? Ich höre das, aber... Was ist? Was ist? Hallo? Direkt Mutant! Es ist Ausgang, da ist ein Dorf oben, da oben ist ein Mutant, lass uns gehen. Tschüss! Okay. Kannst du hier noch irgendwas hinsetzen? Zu markieren? Schnell? So unten meinst du? Ja, dass wir wissen, dass es hier ist. Alter,
V. Okay. R. Der graue Marker ist der Untertage. Okay. Alter Schwede, ey. Runter? Was, Günther? Runter? Ja, ja, wir kamen ja hoch gerade. Hui. Okay, das war's schon, schade. Ja, so. Ja, das war ja, das kommen wir her. Okay, so. Das war ja, glaub, hier diese Felswand, die so... Ja, genau, und da können wir doch bestimmt noch weiter, oder nicht? Ja, ja, wir können noch weiter. Wir sind den unlogischen Weg gegangen zuerst. Weil wir, nein, nein, von hier kamen wir. Und hier habe ich dann die Felswand gesehen, aber hier vorne geht's noch weiter. Ah. Oh. Oder auch nicht. Doch, geht's. An der rechten Seite. Ah. Das Jumpscare. Ui, jo. Lässt du gerade Sticks fallen? Ich sehe das. Oh. Eventuell. Die Ropes haben auch alle die gleiche Länge. Das ist schon krass. Hier haben wir was gefunden. Ich habe was gefunden, jo. Was ist das? Das ist ein... Das ist das... Was ist das? Also hier oben geht's einmal weiter und da vorne geht's weiter. Sollen wir den ein kaputtes Spielzeug, das ist ein Stück von Timmys Spielzeug. Das ist Timmys gewesen, hast du ihm das gekauft? Ja, das ist Timmys, ich weiß es nicht, ich bin ein schlechter Vater. ja. Ja, kein Problem, der ursprüngliche Vater ist ja schon zweimal gestorben, ist also ein anderer. Das ist jetzt der Ziehvater. Da oben geht's weiter. Es geht da unten auch weiter, aber ich würde zuerst gerne den hier nehmen, weil der so komisch ist, der Weg. Da muss man springen, damit man da hinkommt. Hey, hier sind Sachen. Gloves mal wieder. Hier links ist... Hä, was? Hier waren wir doch, oder? Ja, hier waren wir. Lass uns wieder zurückgehen. Faszinierend. War der Eingang? Items. Ja. Können wir die Folge cutten? Ich muss so dringend aufs Klo. Ja klar, du, ist deine Folge. Gut. Cut! Bis gleich. Microphone. Gut, wie du immer weiter abrutscht. Gleich bis da unten. Und, ja, am Boden angekommen. Also gut gemacht. Webbrowser, Google, Nazi-Seehund. Bilder. Ah, oh, das neue süße Seehundbild. Wo finden die nur die ganzen Seehunde, die sich als Nazis bezeichnen lassen? Wer macht bitteschön einen Watermark auf eine Nazi-Flagge? So was Dummes. Nee, das sieht wirklich aus wie Nazis. So viele knuffige Seehunde. Schade, dass das anscheinend alles Nazis sind. Warum der Mensch da jetzt aufkommt? Hm, wer weiß. Warum kommt da eine Frau und Model auf? Versteht nicht. Das ist ein Blauwal, das ist kein Nazi-Seehund. Warum ist da ein Weihnachtsmann bei Nazi-Seehund? Was zum Geier? So süße Seehunde. Und ein Mops in dem Rettungsring. Was ist das denn für eine Scheiße? Knuffig.
Hui! Mikrofon aktiviert. Entschuldigen Sie, ich hatte ganz doll Bauchweh. So. Auch nicht. Nazi-Seehund. Was? Ja, das habe ich auch alles gehört. Das war sehr verstörend. Ja, was können wir da machen? Da gibt's neue knuffige Seehunde. Weiter! Du bist dran. Ja. So. Ich musste mal. Hast du gecuttet? Oder muss ich dir in Erinnerung schreiben, dass du das eventuell rausschneidest? Nein, ich cutte das. Okay. Mein wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn das nicht. Hallo! Hallo! Was? Du rausgetappt? Was? Ich bin wieder rausgetappt. Ich tapp die ganze Zeit raus. Ich rette dich! Kann ich klicken? Ich kann nicht klicken! Was ist denn los? Warum bin ich denn die ganze Zeit hier? Ah, jetzt bin ich wieder im Spiel. Was ist das jetzt? Oh lol, ich kann mich nicht zu sehr drehen. Verdammt. Doc, ich habe ein Problem, wenn ich mich zu sehr nach... Ich muss mich immer nach rechts drehen. Ich darf mich nicht nach links drehen. Okay. Aber wieso? Weil ich, wenn ich mich nach links drehe, in einer Zeit auf einem anderen Monitor bin wieder. Oh nein. Mit der Maus und dann automatisch raus habe. Wenn ich mich nach rechts drehe, mein Hauptmonitor ist ja rechts in der Mitte. Also ich muss jetzt immer, wenn ich gucken will, nach rechts gucken. Dreh. Oh, guck mal. Echt so. Das Loch kenne ich. Ich glaube, da konnte man aber nicht ohne Taucherausrüstung rein in das Loch. Ja, das kann sehr gut sein. Aber hier kann man hoch. Hoch. Diesen Koffer. Koffer. Klamotten wechseln. Und da ist eine Notiz. Oh, ein Bild. Oh, ja, mit seinem kaputten... Bei mir ist dann... bei mir ist übrigens... ja. Ja? Wenn ich das bei dir ja gerade gesehen habe, wieder, dann war es wieder ein brennendes Flugzeug. Ja, kenne ich. Das habe ich auch gerade bei dir wieder gesehen. Aber das ist nicht sprengbar hier. Nee. Oder? Nee, ist kein Symbol dran. Also das... Oh, da geht's weiter, oder? Nee, leider nicht. Ich würde gerne unten in das Loch rein. Das Problem ist, ich weiß, mit meinem momentanen Problem werde ich da drin ertrinken. Ja, glaube ich auch. Wenn ich nur nach links schwimmen kann. Wo ist was drin? Aber ich glaube, das ist eine Haarspray-Dose. Da ist eine Haarspray-Dose. Ja. Hier ist eine Kassette. Oh. Kassette 4 gesammelt, okay. Ja. Okay. Also hier geht's rein, aber ich glaube, da geht's nicht runter, ohne dass man sich ertränken lässt. Hier unten geht's jetzt theoretisch noch weiter, ne? Da waren wir noch nicht. Ja. Hier ist ein Wasserfall.
Flöcke. Ja. Ich glaube, hier ist nichts. Schade. Hinten auch nicht, ne? Glaub nicht. Sonst noch hier. Ich muss halt ehrlich sagen, ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo das Ding wäre. Welches Ding? Das Atemgerät wäre hier drin, dachte ich. Normalerweise findet man kurz vor dem Loch eigentlich, also hat man früher hier irgendwo ein Skelett in der Gegend gefunden, das ein Atemgerät anhatte. Okay. Hier gerade noch mal, wo wir hergekommen sind, ob hier irgendwas in der Leiche ist oder. Hier auch nicht, ne? Ja, das Sauerstoffgerät, das hätten wir jetzt gerne. Sollen wir nach Tipps in den Kommentaren fragen? Können wir zum Beispiel tun. Also normalerweise wüsste Items ja, wo es ist. Da es jetzt aber sich an einer anderen Stelle befindet, dürft ihr uns gerne schreiben, wenn ihr das wisst. Was die neue Stelle dafür ist, dass wir ein bisschen weiterkommen. Weil irgendwann ist halt auch einfach so eine. Waren wir hier schon? Ja, ne? Das war das, wo du sagtest, hihi. Was, hihi? Ja, ja, das war das, wo wir wieder zum Eingang zurückgelaufen sind. Okay. Dadurch. Mir war damals wirklich, als wäre hier irgendwas gewesen. Ich muss trinken. Am Wasserloch irgendwo war damals ein Skelett. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Was zum leider. Speichern wäre ganz nice jetzt. Ja, wir können gleich ein Shelter bauen. Wasserloch Nummer 1. Sind wir hier schon hergelaufen? Meines Wissens ja. Kann man auch nicht weiter. Okay. Sind wir hier schon lang gelaufen, Flocke? Ja, oder? Ich sehe halt gerade nichts, wo wir langlaufen könnten. Jetzt sind Klamotten. Auch noch ein Wasserloch. Aber ja, wir müssen jetzt die Folge beenden. Wir haben sowieso schon die XXL-Folge, glaube ich. Das kann sehr gut sein. Dann würde ich sagen, wir bauen hier oben ganz kurz einen Shelter. Ja, würde ich auch sagen. Bald ist der Run, der Meerjungfrau-Mann, wenn Blau bei Spube ruft. So. Speichern drücken. Dann C. Plupp. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Diese Aufnahmesession hat jetzt ein Ende. Das heißt, alle Kommentare werden wir für die nächste Aufnahmesession. Entschuldigung. Hoffentlich berücksichtigen können. Und morgen gibt es die nächste Folge bei Items. Bis dann. Tschüss, Menschen. Tschüss.